Ja, also normalerweise an der Stelle, wenn das Wetter schlecht ist, heißt es immer, da ist der Stadtbürgermeister, die Stadtbürgermeisterin zuständig. Heute ist der Landrat. Ich habe das schöne Wetter mitgebracht, ich hoffe es hält. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, Inklusion meets Geschichte ist heute das Motto, unter dem dieser Nachmittag und Abend steht. Was soll man sich darunter vorstellen? Haben Sie sich das vielleicht auch gefragt? Seit 1994 steht der Satz, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, in unserem Grundgesetz. Und seit 2009 sind die Ziele von Inklusion durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention auch verbindlich in deutschem Recht verankert. Bis dahin war es ein langer Weg und bis Inklusion wirklich umgesetzt ist, wird es noch ein gutes Stück zu gehen sein. Die gesetzliche Verankerung stärkt die Rechte der Menschen mit Behinderungen, aber die tatsächliche Inklusion muss auch in unseren Köpfen stattfinden. Menschen mit Behinderungen erleben täglich, welche Barrieren im Alltag ihnen die Teilhabe erschweren oder sogar unmöglich machen. Wenn wir an Barrieren denken, sehen wir häufig hohe Bordsteine oder Treppen als Hindernisse, die Menschen im Rollstuhl oder mit Gehbehinderungen ausbremsen. Dabei gibt es noch viel mehr, was je nach Art der Behinderung eine große Herausforderung oder ein unüberwindbares Hindernis darstellt. Mit der heutigen Veranstaltung werben wir nicht nur für den Abbau von Barrieren und für Inklusion, wir wollen auch auf die Vielfalt von möglichen Behinderungen aufmerksam machen. Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen leiden häufig doppelt, denn wir nehmen es gar nicht wahr, dass sie besondere Bedürfnisse haben. Diesem Thema haben sich in Diez und Umgebung Rebecca Lefevre und ihre Mitstreiterin von Gemeinsam zusammen und der stillen Stunde angenommen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Und heute geht es nicht nur um Inklusion, sondern auch um Geschichte. Ein Blick in die Vergangenheit ist oft auch ein Fingerzeig für uns, was die Zukunft uns bringen sollte und was wir dazu beitragen können und müssen. So wünsche ich uns heute allen unterhaltsame und informative Stunden mit Inklusion meets Geschichte. Ja, vielen Dank, Jörg. Es ist so, dass die beiden Redner, die heute mit uns eröffnen, tatsächlich Menschen sind, die schon von Anfang an irgendwie auf unserer Reise mit dabei sind. Jörg hat mit uns die erste Veranstaltung in Nassstetten gemacht, wo wir tatsächlich auch noch nicht wussten, dass es tatsächlich diesen Weg geben wird. Damals hatten wir noch ein kleines Projekt, jetzt haben wir etwas, was wir selbst irgendwie nicht so wirklich erahnen können, wo das noch hingeht. Und ja, da, wie gesagt, mit Jörg durften wir, glaube ich, schon zwei Veranstaltungen oder drei jetzt sogar schon machen. Das heißt, vielen Dank erstmal, dass der Kreis da immer wieder versucht, dieses Thema immer wieder zu platzieren. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Weg, dass es in die Köpfe geht. Wir können hier nicht mit dem Holzschlaghammer loslegen, sondern wir werden möglichst breit treuen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir Leute an der Seite haben, die da mit uns gehen. Dafür erstmal dir vielen Dank. Ja. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch den Herrn Lammert begrüßen, den auch schon von Anfang an, sofort als ich das erste Mal mit ihm gesprochen hat, gesagt hat, wow, das ist ein wichtiges Thema, das wird bestimmt noch viele Wege bringen, hat uns auch dafür die Wege eingeleitet, dass wir erst Spendengelder bekommen haben und das war also wirklich auch ein ganz wichtiges Gefühl auch für uns, dass wir gesehen haben, auf wie unterschiedliche Weise man dann eben uns unterstützen kann. Genau, in dem Moment möchte ich Sie gerne hier nach vorne bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter von Frau Lefevre. Frau Lefevre, vielen Dank. Und lieber Landrat, lieber Kollege Manuel Liguri ist auch extra hergekommen. Das ist sehr schön. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, sind auch viele vom Stadtrat dabei. Und die Sonne ist da. Was wollen Sie mehr? Und es ist ein wichtiges Thema. Und ich war in der Tat von Anfang an dabei, weil das eine spannende Sache ist. Und weil ich ganz ehrlich auch aus meinem Freundeskreis heraus auch immer wieder manchmal an Grenzen gestoßen bin und vielleicht auch mal kurz einen Rückblick, geht noch ein bisschen weiter in die 90er Jahre, zurückmachen darf. Ich habe einen Freund, der sitzt seit Kindesbeinen an dem Rollstuhl und selbst wie ich da in den 90er Jahren immer mal unterwegs war mit ihm,
Du hast sofort die Blicke auf dich. Es ist immer schwierig, jemanden dann über irgendeine Barriere zu heben. Es wird geschaut und da kann man merken, wie man doch gerade, wenn man eben beeinträchtigt ist, wie man doch im Fokus steht. Und wie schwer es ist, wenn Menschen vielleicht nicht helfen, wo sie helfen sollten. Und deswegen ist es ganz wichtig, immer wieder auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und ich finde es gut, dass heute auch viele Unterstützer und auch viele Institutionen mit dabei sind und dieses Thema mit unterstützen, dieses gemeinsam zusammen zum einen und natürlich auch die stille Stunde, die ja auch ebenfalls ein ganz wichtiges Thema ist für Menschen, ja, die sich ja eigentlich eher weniger artikulieren wollen, die gerade im Stillen wirken und deren Krankheit oder deren Beeinträchtigung man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und ich bin froh, dass auch Frau Lefevre bei uns, ich will das auch sagen, ich vertrete auch ein Stück weit den Lions Club, bin der Vizepräsident des Lions Club Dietz und wir haben uns sie auch angehört mit ihrer Kollegin und haben dann auch gleich von Anfang an gesagt, das ist ein unterstützungswertes Projekt und das haben wir auch finanziell unterstützt. Da sind wir auch froh, dass das hier so weiter unterstützt werden kann. Da gibt es sicherlich auch noch weitere Möglichkeiten, dass wir weiter unterstützen und das schauen wir mal. Und ich finde es toll, dass es heute hier zustande gekommen ist. Ich finde es auch toll, dass schon mal jetzt relativ viele, für das Wetter relativ viele Menschen da sind. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen da sind. Das ist ganz wichtig und denke auch auf Kreisebene. Da versuchen wir auch immer bei jeder Baumaßnahme natürlich niedrigschwellig die Barrieren zu nehmen. Das gelingt nicht immer alles 100%, auch nicht alle Bahnsteige sind barrierefrei, da geht es nämlich manchmal auch los, das sind ja so Kleinigkeiten, aber es ist wirklich wichtig, dass man dieses Thema frühzeitig aufgreift und ich finde es toll, mit was für einem Enthusiasmus Sie das heute hier betreiben. Dafür auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Sie und an Ihr Team. Herzlichen Dank erstmal. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Ich freue mich schon gleich auf einige Musikeinlagen und was da alles noch so kommt und bin ganz gespannt und wünsche hier toi 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 und vor allem, dass es weiterhin trocken bleibt. Alles Gute. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Ja. In dem Zusammenhang gucke ich auch nochmal auf meinen Spickzettel. Der Herr Landtagsabgeordnete, aber auch Vizepräsident des Landtags Rheinland-Pfalz, vielen Dank. Der Landrat des Kreises Rhein-Lahn, vielen Dank, dass Sie an unserer Seite sind und heute hier mit uns feiern. Genau, es geht nämlich zum einen um das Thema Hilflosigkeit und Unwissenheit, aber es geht auch darum, dass es eben so viele schöne Momente gibt, so viele gute Momente gibt und dafür sind wir auch heute hier. Ja, unser Dankeschön.